Shalom und herzlich willkommen zurück zu Angst. In der letzten Folge haben wir den Keller durchforstet und ihn sauber gemacht, entleert oder wie auch immer. Wir haben die alte Schnepfe unten gelassen und sind jetzt auf der Suche aktuell nach einer weiteren, zwei Haftzwecken für das Indianer-Dingsbums-Bild. Jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Und für das Zelt brauchen wir noch eine weitere Haftmarke. Schauen wir mal. Da fehlt ganz klar das zweite Horn. Yep. Ich kann mich erinnern, dass wenn wir auf die Karte gucken, du befindest dich hier. Können wir uns die ganzen Szenen nochmal angucken? Mir war so, als ob... Das ist eine Zeichnung vom Haus, okay. Ist aktuell keine Aufgabe verfügbar. Ich kann mich auch irren. Irren ist ja nun mal menschlich. So. Och, Geld übersehen. Ich fasse es ja wohl nicht. Haben wir hier noch irgendwo was? Geht's weiter? Scheinbar nicht. Dann werden wir uns mal in Richtung des Feldes bewegen. Wir haben ja einen Sack. Der Sack ist mit Stacheldraht zugeschnürt. Komisch. Ah, ist bestimmt irgendetwas Wichtiges drin. Ich kann mir nichts machen. Als ob diese Vogelscheuche nicht schon unheimlich genug wäre. Diese fiese Krähe will mir die Augen auspicken. Das schaffen. Sollte was aus sicherer Entfernung nach ihr werfen. Jutenkorken reicht nicht, wie es scheint. Hier können wir nicht durch, nicht weiter. Gut, sind wir wieder hier beim Brunnen. So, runterspringen kommt auf gar keinen Fall in Frage. Ich kann den Boden gar nicht sehen. Ich brauche ein Seil oder sowas. Okay, haben wir hier irgendwas, was wir einsammeln könnten? Nö. Können wir nicht. Liegt hier irgendwas rum? Wenn, dann sehe ich es zumindest nicht. Oh Gott, ich habe schon ewig so lange nicht mehr gespielt. Ich weiß ja nicht mehr, was wir hier... Wo wir damals waren, was wir brauchen, was wir alles machen müssen. Gehen wir mal zurück. Vielleicht finden wir ja schon wieder Geld. Verrückt. Habe ich das übersehen oder ist es erst seit kurzem da? Gute Frage, nächste Frage. Hier haben wir das Bild von dem Mädchen. Das Poster ist fast 10 Jahre alt. Ob man das Mädchen inzwischen gefunden hat? Hier ist auch nichts weiter. Verrückt. Vielleicht noch irgendwo beim Busfahrer was? Beziehungsweise beim Bus selber. Da können wir jetzt nicht mehr rein. Okay. Hier können wir auch nichts machen. Außer weitergehen. Gehen wir mal zurück zum Tor. Wo kriegen wir denn jetzt dieses verdammte Horn her? Vielleicht gucken. Definitiv nicht. Scheiße. Den wollten wir ja abtauen. Ah, dafür brauchen wir jetzt den Knopf. Wo kriegen wir den Knopf her?
kann man ja scheinbar nichts mehr anklicken. Hier haben wir ja schon alles hinter uns. Keller haben wir. Wo brauchen wir denn verdammt nochmal den Korken? Haben wir hier noch irgendwo was? Hier ist nichts. Die Haftzwecken sind ja bei der Vogelscheuche. Aber müssen wir erst die Krähe weglocken oder verscheuchen? Haben wir hier vielleicht noch irgendwas? Hier braucht man einen Schalter. Der Kork. Ich hab das doch vorhin. Ich hab das doch vorhin. Egal. Gut, jetzt haben wir hier noch die letzte Marke. So. Ah, die können wir hier hochschieben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 4, 5, 7, 8. Okay. Ich denke mal, dass wir jetzt diese ganzen Marken hier in die richtige Reihenfolge bringen müssen. Gut. Der kommt definitiv hier hin. Aber wie kriegen wir jetzt... Eigentlich relativ simpel. Zack, zack. So. Da haben wir schon mal den ersten. Schieben wir den hier und dann können wir den nämlich hier unten hinschieben und haben den zweiten. Okay, die 2 ist hier. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal die 3 aus dem Weg schaffen. So. Jetzt haben wir hier die 2. Da haben wir den dritten. Aber wenn ich den jetzt hier hinpacke, kriege ich die beiden nicht mehr raus. Jetzt wird es vielleicht doch ein bisschen tricky. Vielleicht sollte ich anfangen, von hinten das Ganze aufzuzäumen. Machen wir das erstmal so, dann haben wir zumindest das schon mal hier. Der passt hier. Dann passt der auf jeden Fall hier. Und den packen wir erstmal hier hinten hin, weil wir müssen die beiden ja hier noch rauskriegen. Packen wir also die 3 erstmal hier oben hin. Nicht wundern, dass ich das jetzt ein bisschen so mache. Ich probiere mich hier gerade so ein bisschen aus. Können wir nämlich die 3 hier hinten hin machen. Okay, sagen wir schon mal das, dann haben wir... Das hier, den haben wir hier, so, und da den 1er können wir hier hin schieben. Gut, dann haben wir das Ding gelöst. Ernsthaft, da ist das Horn. Hier finden wir das verdammte Horn. Oh Gott, ey. Gut, gut. Dann wollen wir mal bei den Hennersons einbrechen. So. Ich schätze mal, die müssen das... wahrscheinlich das gleiche Muster ergeben. So. Okay.
geht doch. Komischer Schlussmechanismus ist das. Sieht ja ganz schön verwildert aus. Autsch, das Gestrüpp ist sehr stachlig. Wenn ich eine Schere oder ein Messer hätte. Erstmal klauen wir das Geld. Okay. Eine Hundehütte. Da könnte etwas vergraben sein, aber der Boden ist hart und trocken. Mit den Händen brauche ich nicht zu graben. Gut, dass wir uns vorhin eine Gartenschaufel geklaut haben. Jetzt können wir hier diesen wunderschönen Baseball aus. Okay. Was ist das? Ah. Ein Schuppenschlüssel. Ein Schluck Limonade wäre jetzt genau richtig, aber ich bräuchte ein Glas oder sowas. Ernsthaft, wir klauen jetzt hier Limonade? Okay. Eine stumpfe Klinge. Die Klinge ist zu stumpf und zu rostig. Damit schneidet man nicht mal Butter. Ich sollte sie zunächst schärfen. Ja, das könnte man machen. What's wrong, Abigail? Do you want people to find out about her? That's enough, Zachary. I'm tired of living in fear all the time. Okay. Danke für dieses schöne Klebeband. Ich kann nicht einfach so ins Haus spazieren. Ich muss mir etwas anderes überlegen. Ein Garten. Schönes Baumhaus. Machen wir mal ein bisschen Geld klauen. Okay. Was haben wir hier? Das Fenster ist natürlich auch abgeschlossen. Aber vielleicht kriege ich es ja irgendwie auf. Ich kann was ja aushebeln. Ja. Das Schloss lässt sich nicht einfach knacken. Ich werde einen Schlüssel brauchen. Gut, dass wir schon mal gleich alles am Mann haben. So, dieser Schleifstein ist zwar ein bisschen alt, funktioniert aber sicher noch. Was haben wir hier? Zündhölzer. Der scheint mir noch voll zu sein. Ja, fällt auch ja nicht auf, wenn wir jetzt hier hinten im Garten erstmal schön die Klinge schärfen. Was haben wir hier? Erstmal nehmen wir uns Kleber mit, dass wir ein bisschen Glück haben. Ich müsste einen Maiskolben reinstecken. Dieser alte Maisrabbler wird sicher häufig benutzt. Sieht zwar nicht danach aus, aber ich gebe uns erstmal recht. Vielleicht kann ich aus diesem Zaun eine Leiter machen. Ich müsste nur ein Stück absägen. Ganz ehrlich, das Ding ist so morsch, dass das könnte ich mit einem kleinen Finger abbrechen. Als ich ein Kind war, hatte ich auch mal ein Baumhaus. Ganze Tage habe ich darin gespielt und all meine Geheimnisse darin aufbewahrt. Okay. Da ist noch ein Fenster. Vielleicht ein weiteres Schlafzimmer. Werfen wir mit dem Ball hoch. Gut, da passiert nichts. Gucken wir erstmal an. Jetzt haben wir erstmal eine scharfe Klinge, um hier das Unkraut ein bisschen zu jäten. Bitte, danke, gerne. So, können wir den Schlauch nehmen? Da hat der Zwerg doch das Kleeblatt seines Gürtels verloren. Vielleicht lässt er den Schlauch los, wenn ich es finde und einfüge. Gut. So viel dazu. Können wir jetzt noch was machen, oder? Nö. Ich habe da gerade eine Idee. Wir haben doch vorhin diesen zugebundenen Sack gefunden. Vielleicht können wir den ja auch aufschneiden. Na bitte. Wie jetzt? Nur ein scheiß Maiskolben? Ernsthaft? Ernsthaft? Verrückt. Nehmen wir uns noch einen Knopf weg. Tja, wow, eine mechanische Vogelscheuche. Aber da fehlt offensichtlich ein Zahnrad. Zahnrad haben wir nicht, also hier mal wieder
Vielleicht können wir mit dem Schlauch in den Brunnen absteigen. Das ist ja quasi wie ein Seil. Ne? Ja, ja, runterspringen kommt auf keinen Fall in Frage, aber okay. Mit dem Schlauch können wir also nicht in den Brunnen runter. Hm. Ja, gut. Es war ein schöner Versuch. Er hat nicht geglückt. Okay. Hm. Ja, machen wir. Los, gib mir Mais. Gimme Korn, gimme Korn, gimme Korn. Ein paar Maiskörner. Läuft. Puh. Hm. Da ich jetzt nicht wirklich weiß, was man da erstmal noch machen könnte, pappen wir erstmal die Haftzwecken an das große Bild. So. Ernsthaft? Ich habe zwar damals in Geografie sehr gute Noten gehabt, aber... Woher soll ich mich bitteschön im Westen Amerikas auskennen? Nevada ist der Spielautomat. Das ist das hier, das weiß ich. Ist ja hier Las Vegas und so. Gut, dann haben wir Kalifornien. Das ist hier. Oh, hat's gut geklappt hier mit Nebraska? Hätte gar nicht gedacht. Das hier unten ist Texas. Texas. Das ist der Bullenkopf. Jetzt wird's schwierig. Ich glaube, das eins hier unten müsste New Mexico sein. Haben wir überhaupt New Mexico? Doch, haben wir. Ha! Breaking Bad gucken hat sich ausgezahlt. Gut. Dann haben wir... Jetzt habe ich keine Ahnung mehr. Jetzt habe ich absolut keine Ahnung mehr. Das ist... Arizona. Könnte eins von denen hier sein, ja? Hm. Dann haben wir... Das ist hier... Minnesota. Die Köpfe. Mach jetzt einfach mal irgendwas. Hat geklappt. Das war South Dakota. Okay. Washington haben wir da oben. Das können wir da lassen. Iowa. Wow, 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 wow. Hm. Ich habe absolut keine Ahnung, was ich hier mache. Aber scheinbar war das jetzt hier... Missouri. Okay. Hm. I have no idea what I'm doing. Okay, das ist also Kansas. Habe ich spätestens in 5 Sekunden wieder vergessen. Hm. Okay, da ist also Iowa. Dann ist das hier unten auch tatsächlich Oklahoma. Ah. Kartoffeln. Idaho. Hm. Oh, hat gepasst? Gut. Schön, schön, schön. Das ist also Arkansas. Arkansas. Hm. Hab trotzdem keine Ahnung, was ich hier mache. Ah, okay, das hat gepasst. Das war jetzt... Dings, Dings, Dings... Wyoming. Gut, das war... Colorado. Hat aber mit Haribo, glaube ich, nichts zu tun. Hat auch gepasst. Das ist Oregon.
Oregan, no! Ja, zwei auf einmal. Damit haben wir also Montana und Idaho. Da haben wir aber noch drei Stück. Und das war's. Ernsthaft ein Glasschneider? Ich stelle es besser nicht in Frage. Das ist, ich habe eine Vermutung. Wir können ja nicht durch die Fronttür ins Haus. Und der Garten ist immer noch betretbar. Ich glaube, wir werden jetzt einen Meilenstein in unserer kriminellen Karriere erreichen. Ja. Warum nicht, ne? Das ist, als Opfer eines Busunglückes ist es natürlich nur recht und billig, dass wir bei den Leuten einbrechen, die uns ursprünglich geholfen haben. Das ist natürlich... Ich brauche mal kurz eine Auszeit. Es tut mir leid, Leute. Wir machen erstmal hier an der Folge einen Cut. In der Folge einen Cut. An der Stelle einen Cut, wie auch immer. Ich bedanke mich ganz, ganz dolle herzlich fürs Zuschauen, für eure Zeit und sage Tschüss bis zur nächsten Folge, wenn es wieder weiter heißt Angst vor Einbrechern. Tschüssi, tschüssi, tschüss.